Come Together der steirischen Friends on the Road. Bei der WKO Steiermark Fachgruppentagung der Frechter haben sich zahlreiche Firmen der Transportbranche am Schwarzl Freizeitzentrum getroffen, um gemeinsam Einblicke und Ausblicke dieser vielseitigen Branche zu bieten. Neben einer umfangreichen Fahrzeugausstellung haben informative Talkrunden für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Das zentrale Thema dabei? Die aktuelle Situation auf den Straßen des Bundeslandes, bei der man vor so einigen Herausforderungen steht. Die Hürden sind überall die gleichen. Das sind sehr viele Kontrollen, das sind sehr viele Vorschriften. Es wird immer schwieriger, den Job auszuüben, ohne mit dem Gesetz in irgendeiner Art und Weise in Konflikt zu kommen. Und das ist in einer Branche, die auf der Straße ihr Geschäft abwickelt und allen Unbillen sozusagen des täglichen Lebens und auch des Wetters ausgesetzt, ist ganz, ganz schwierig. Die Problematik für die Transporteure sind einmal die Lenk- und Ruhezeiten, die Einhaltung der Minutenregelung, die Einhaltung der Pausen, der Lenkzeiten, der Arbeitszeiten. Und wir wollen als Wirtschaftskammer, als Fachgruppe Güterbeförderung hauptsächlich hergehen und versuchen, dass wir eine Flexibilität dieser Zeiten bekommen. Aber das ist EU-Recht und der österreichische Politiker will von diesen Sachen nichts hören. Die größten Herausforderungen der österreichischen Transporteure sind mit Sicherheit der Standort und die Standortkosten und die immer von Jahr zu Jahr teurer werden. Und hier gilt es wirklich gegenzusteuern und um hier den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiv zu halten, sodass die heimischen Betriebe auch in Österreich bleiben und die Wertschöpfung in Österreich bleibt. Diese Hürden zu bewältigen, steht für die Experten an oberster Stelle. Vor allem für die steirische Transportbranche. Die steirische Transportbranche ist gekennzeichnet von einer extremen Spezialisierung und von hervorragenden Mitarbeitern. Das ist also eine besondere Stärke unserer Unternehmen in der Steiermark. Die Schwächen sind im internationalen Verkehr. Unsere Kostensituation ist nicht konkurrenzfähig mit den Billiglohnländern. Und da haben wir sehr viel Terrain verloren in den letzten Jahren. Für die steirischen Frechter ist eine große Herausforderung das Fahrverbot der B317. Ein weiteres Problem mit der Sperre der Enstal-Bundesstraße von Selztal bis Schladming. Und in weiterer Folge sind natürlich diese einzelnen Sperren der Straßen über den Triebner dauern und in Mürztal ausschlaggebendes Hemmnispunkt für die steirischen Frechter. Um diese Hürden erfolgreich zu bewältigen, gilt es, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Man muss noch mehr in Spezialisierung gehen, noch mehr in die Dienstleistungstiefe hineingehen. Jeder braucht den Transportunternehmer, das wissen wir und das wissen wir alle. Und ich glaube, man muss sich auch offensiv der Zukunft stellen und nicht mit Konzepten der Vergangenheit agieren. Man muss Speziallösungen finden, spezielle Segmente finden und ich glaube, darin sind die österreichischen Unternehmer gut und da sind sie gut gewappnet. Eines steht fest, die Friends on the Road werden auch weiterhin dafür sorgen, dass der Mensch täglich das bekommt, was er braucht.